Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Gestern Abend habe ich einen Livestream gemacht und 7 Bestellungen gepackt, die ich jetzt noch nachträglich euch zeigen wollte. Wir haben Montagmorgen, 9:45 Uhr, ein seltener Moment, wo ich mal morgens wieder was machen kann oder vormittags. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Bestellungen an. Ich gehe die mal so nach und nach durch. Die erste Bestellung, die kam über Brickall rein. Da haben wir. Ich muss aufpassen mit den Knistern. Eine von den weißen Robben. Und ich habe ja letztens dieses GWP ausgepartet, diesen Blumentopf. Davon haben wir 4 von diesen Schalen verkauft. Und genau, das war die erste Bestellung auf Brick Owl. Klein, aber fein. Und ich mache das ja immer so, wenn ich live streame, dann schicke ich die Rechnungen raus, drucke die Etiketten und zeige dann im Anschluss noch, was ich gepackt habe. Das heißt, ich werde die Sachen jetzt verstauen, ordentlich verpacken und dann macht sich das heute auf den Weg. Falls du die Videos siehst, danke für deine Bestellung und dann gehen wir gleich direkt zur nächsten über. Und die nächsten 2 Bestellungen, die ich zeige, sind ein bisschen kleiner. Hier haben wir nur 3 Lots, ein paar Pflanzenteile und 4 von den Lime Slopes. Aber auch die kleinen, aber feinen Bestellungen machen natürlich Spaß. Also vielen lieben Dank dafür. Da war keine Nachricht bei der Bestellung dabei, aber das ist ja nicht schlimm. Und dann hier auch nochmal eine interessante Bestellung. Diese Technikteile sind gebraucht, diese Konnektoren in Dark Pearl Grey, genauso wie eine bedruckte Fliese, die noch dabei ist. Seht ihr da unten in der Ecke. Und was ich da interessant fand, habe ich auch im Livestream gezeigt. Ich habe jetzt hier einfach alles in eine Tüte gepackt. Diese goldenen Ringe, die sind ganz aus meiner Anfangszeit. Ich habe ja zu Beginn, wo ich mit meinem kleinen Budget gestartet habe, diese Brickheads, die da gab es damals vor 1,5 Jahren so günstig bei Lego, also Braut- und Bräutigam-Brickhead. Und da waren ja immer diese Ringe dabei. Davon habe ich damals einige gekauft und die gehen immer noch mal wieder weg. Finde ich immer wieder interessant. Erinnert mich an meine Anfänge. Ansonsten sind da ein paar Tiere, Teddybären dabei, ein paar Brick Modifieds, 2 Fledermäuse, aber auch eine schöne und kleine Bestellung. War auch keine Nachricht in der Bestellung dabei. Aber falls du die Videos siehst, auch an dich einen vielen lieben Dank für deine Bestellung. Und dann gehen wir gleich zu den nächsten über. Dann kommen wir auch schon wieder zu den nächsten 2 Bestellungen. Da haben wir gestern noch drüber gesprochen. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brick Modifieds in Dark Green, die waren, da muss ich einmal das Stativ ein bisschen drehen. Da oben in meiner Ecke sind ja diese Kisten drin. Und alles, oder das meiste, was da drin in Tüten ist, ist schon seit Beginn in meinem Store. Also die haben lange gebraucht, bis sie verkauft wurden. Aber so kann es da manchmal gehen. Und ansonsten haben wir hier noch eine bunt gemischte Tüte, hier oben ein paar gebrauchte Teile, auch bestickerte. Mal wieder 10 Räder verkauft, was mich ja immer freut. Und dann ein paar Slopes, Technikachsen, Teils hier unten und ein paar Slopes. Und da seht ihr dann noch aus einem Speed Champion Set ein paar bedruckte Fliesen und Slopes. Sehr schöne Bestellung, auch an dich. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob du die Videos siehst. Falls ja, es war schon eine dritte Bestellung bei mir. Ich habe nicht immer alle im Kopf, wenn keine Nachricht dabei ist. Aber ja, hat mich sehr gefreut. Und für die nächste Bestellung muss ich einmal die Kamera anders hinstellen, weil das ist vom lieben Julian, den Kollegen von Heidebricks. Da drehe ich euch einmal das Stativ um. Beziehungsweise nehme die Kamera in die Hand. Und der Julian hat selber einen Brickling-Store, Heidebricks, und auch einen YouTube-Kanal, Heidebricks, und macht das ähnliche wie ich. Gucke ich mir schon länger an. Ich finde ihn sehr sympathisch. Gucke mir die Videos sehr, 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 sehr gerne an. Er macht auch viel, wenn man hier sieht, mit dem Kollegen vom Multiverse of Brickness auch gemeinsam. Die hat auch einen Livestream gemeinsam. Und ihr seht ja hier auch in meiner Liste. Es lohnt sich, es gibt so viele Brickling-Kanäle. Also ich habe fast alles, was ich hier verfolgt habe, sind Lego und Bricklink-Leute. Mein Gott. Und ich sage immer Bricknick, wenn ich das lese und Bricklink sagen möchte. Aber Heidebricks lohnt sich wirklich. Und dann können wir uns ja auch noch einmal seine Bestellung angucken. Einmal hier drauf gestapelt. Und zwar baut er ein Piratenmod und sucht gerade nach einer Idee für eine Sickfig, hat da so einen Kapuzenpulli und eine Cappy mitbestellt und ansonsten wahrscheinlich Teile, um die felsige Küstenlandschaft von seinem Piratenmog darzustellen. Einiges an Slopes in Dark Bluish Gray, Light Bluish Gray. Also auch an dich, mein Lieber. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal und Store und wirklich besucht ihn mal gerne. Sein Content ist wirklich klasse. Er hat mehr als 428 Abonnenten verdient.
gebe da mal ein bisschen Gas und zeige ihm mal ein bisschen, dass er gut tut, was er tut, weil das macht er wirklich. Die nächste Bestellung wird da mal ein bisschen größer. Und zwar ist das eine Bestellung vom Heiko. Und er hatte schon mal bei mir bestellt, ist seine zweite Bestellung bei mir. Er hatte letztes Mal schon dabei geschrieben, er baut eine Unterkonstruktion für sein Rivendell, also Lego Herr der Ringe. Und jetzt kommt auch noch was dazu. Sein Sohnemann möchte einen Republic Gunship Mock bauen und dementsprechend passend sind auch die Steine hier drin. Also wir haben schwarze Bricks, ja, ein bisschen weiß und Dark Red, was ja diese die typischen Republic Gunship Farben sind, aber auch noch grau. Ein paar Cockpitscheiben, hier Felsmodule für wahrscheinlich den Rivendell-Unterbau, einige dabei. Und ja, vielen lieben Dank, mein Lieber. Wie gesagt, auch die Bestellung habe ich live gepackt, konnte man da so ein bisschen sehen. Durch die Felsmodule passen sie nicht in meine mittleren Kartons. Das heißt, hier muss ich ein bisschen auspolstern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen eurer beiden Projekte. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und ich muss sagen, auch wenn ich nicht wirklich mit Star Wars, zumindest mit Lego Star Wars, was am Hut habe. Natürlich kenne ich die Filme und Serien. Aber also die Schiffe, die mir gefallen, da gehört das Republic Gunship definitiv dazu. Sowohl farblich als auch von der Form her. Und ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Und ich hoffe, das Projekt gelingt euch und ihr habt Spaß dabei. Und ja, vielen Dank für die zweite Bestellung bei mir. Freut mich wirklich, wirklich sehr. Ja, und die letzte Bestellung von gestern Abend ist vom Fabian. Und ja, was soll ich ja sagen? Er hat bestellt mal wieder eine Videofigur, hat mich sehr gefreut. Passiert-Figuren, 8 von diesen Battle Droids, die ich habe. Ja, und dann eine Menge Steine und Platten. Also ihr seht hier schon eine Riesentüte mit Plates, Brick Modifieds, mit Profile, alle meine bedruckten, was waren das, die Schmelzöfen aus Minecraft oder was? Ich bin kein großer Minecraft-Fan. Dann hier noch ein paar normale Bricks und noch mehr Brick Modifieds. Da ist noch eine Tüte mit Plates. Also schon eine ordentlich dicke Bestellung. Wiegt auch ein bisschen was. Ist auch die einzige, die als Paket weggeht. Und auch an dich schon deine dritte Bestellung bei mir. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß, es knistert jetzt wieder bei euch. Da müssen wir jetzt alle durch. Und auch die macht sich natürlich jetzt heute direkt noch auf den Weg. Das falten wir so zusammen. Und ja, damit sind von gestern Abend tatsächlich, ups, alle Bestellungen eingepackt. Der Karton kam jetzt erst an. Da hat meine Frau bei Medibobs bestellt. Wir kaufen auch gerne gebrauchte Bücher. Das macht Sinn. Und meine Frau liest sehr viel. Wir haben eine ganze Bibliothek oben. Also da sind hunderte Bücher. Aber da, wenn ich dann, also ich heb nicht mehr wie früher viele Kartons auf, weil ich weniger als Paket versende und das meiste in meinen Großbrief, Maxi-Brief und Warenpostkartons. Aber wenn die Kartons frisch ankommen und ich sie direkt recyceln kann, denke ich, ist das eine gute Sache und dann nutze ich den jetzt natürlich auch. Ja, und dann würde ich sagen, eine Bestellung kam noch über Nacht auf Brickowl. Die können wir jetzt gleich nochmal gemeinsam packen. Und ich befürchte, dann muss ich aus meinem geliebten Kellerraum mal wieder auf die Arbeit wandern. Ich habe ja heute bewusst später angefangen. Wir haben jetzt 10.06 Uhr. Aber ich wollte mir mal den Vormittag freinehmen. Habe ich mir, glaube ich, mal verdient. Und dann würde ich sagen, packen wir noch die eine Bestellung auf Brickout zusammen. Ist auch nicht übermäßig groß. Und dann war es das erstmal für heute. Vermutlich. Vielleicht mache ich heute Nachmittag noch was. Ich weiß es noch nicht. Und da ich ja auch immer versuche, ein paar Tutorials hier einzubauen, natürlich, wenn ihr Warensendungen vorbereitet und sie nachher dann wegbringt zur Post, DHL, Hermes oder wohin auch immer, selbstverständlich stapelt man immer von klein nach groß. Es hält. Ja, und das zeige ich ja immer weniger, weil ich halt mehr Bestellungen auf Bricklink habe. Aber auch auf Brickowl gibt es einfach, ihr könnt in eurer Bestellung auf More Actions gehen und dann auf die Picking List. Und dann funktioniert das hier genauso. Wir haben die Checkmark zum Abhaken, das Teil mit Bild, den Namen dabei. Die heißen auf Brickowl manchmal ein bisschen anders als auf Bricklink. Aber dann steht hier A0719 und ich kann ohne ein extra Programm tatsächlich nur die Seiten benutzen und packen. Er hat eins davon bestellt, kommt hier rein, dann hake ich mir das ab, gehe zum nächsten weiter. Das ist die A1023, 9, da ist 1023, sind die blauen Plates. Davon hat er auch eine genommen
abhaken, fertig. Also das System ist wirklich dasselbe. Es gibt wunderschöne Programme dafür von Bricker, Brickpacker und Brick Freedom, was es da nicht alles gibt. Ich persönlich, kennt ihr mich ja, halte es so simpel, wie es geht. Theoretisch kann man sogar mit Brick Store seine Bestellungen packen, gefällt mir aber nicht. Mir gefällt da dieses Standardsystem, was die Seiten sowieso schon integriert haben, tatsächlich am besten. Aber ich würde sagen, ich packe die Bestellung. Es sind, glaube ich, 16 Lots, wenn ich eben richtig geguckt habe. Sollte relativ zügig gehen. Und dann zeige ich sie euch natürlich auch noch. Und da haben wir die ganze Bestellung. Das packe ich alles zusammen in eine Tüte. Ein paar normale Bricks und Slopes. Ein paar Minifigurenteile, zwei Snowtrooper-Helme und einmal Beine. Und ein bisschen was Gebrauchtes. Da ist noch ein zweiter bei. Und ja, falls du die Videos siehst, vielen Dank für die Bestellung und auch an dich viel Spaß damit. Ja, und da haben wir die erste Bestellung. Ein paar Teils, auch Metallic Silver dabei, ein bisschen Kleinteile. Bei den Gebrauchten einige Metallic Silver Teile, wie hier die beiden oder die vier Slopes und eine Metallic Silver Wedge, auch coole Teile. Ein paar Minifiguren, Utensilien und das war schon alles. Und das war halt die Bestellung, die jetzt 2 Tage offen war. Jetzt gehe ich erstmal nach oben essen und entscheide dann, weil ich heute auch um 6 Uhr angefangen habe, bis 19 Uhr, also über 11 Stunden auf der Arbeit war, ob ich dann noch weitermache. Aber die Bestellung musste raus, weil die war von vorgestern. Die von gestern kann ich zur Not auch morgen noch packen. Donnerstagabend, natürlich habe ich nichts gemacht gestern Abend, es war ja so klar, ich habe mir so viel vorgenommen wie immer. 4 Bestellungen habe ich zu packen, wie immer, solange ich noch durchhalte, versuche ich so viel wie es geht zu packen. Aber die erste Bestellung seht ihr hier schon, 3 Lots, aber 5 von den Battle Droids, die ich habe, gehen schon mal weg. Das ist ziemlich, ziemlich cool und dazu ein paar Blaster. 3 Lots kriege ich ganz schnell gepackt und damit sollten wir die erste Bestellung schnell abhaken. Aber natürlich, solche Bestellungen freuen einen natürlich, wenn die weg sind. Die sind ja hier in meinem Haar Star Wars. Kann ich ja schon mal rausholen. Bop, bop, bop. Da hinten sind sie, da sind sie. 1, 2, 3, 4 und 5. 7 müssten noch übrig sein, die liegen da drin, perfekt. Und dann packe ich jetzt noch eben die Blaster zusammen und dann haben wir die erste Bestellung schon geschafft. Optimal, so kann es weitergehen. Und da haben wir dann die ganze Bestellung, die Blaster, 10 Stück von den schwarzen kleinen und 5 von den Pearl Dark Grey, mittelgroße nenne ich sie mal, alle in der Tüte. Plus die Droiden machen sich auf den Weg, viel Spaß damit und ich hoffe, sie kommen gut bei dir an. Ja, und da haben wir schon die 2. Bestellung, 19 Items in 8 Lots, so rum. Minifigurenteile, gerade hier da aus der letzten Minifiguren-Serie, dieser Ork-Krieger, da der Kiefer, der alleine kostet schon wieder eine ganze Menge Geld jetzt wieder. Das war aber damals schon klar, dass alles von dieser Ork-Figur beliebt wird. Ansonsten noch so ein paar andere Sachen, die auch ziemlich cool sind. Ein paar Slopes und 2 gebrauchte Teile. Ja, auch an dich. Vielen lieben Dank für deine Bestellung. Packe ich jetzt auch ein, macht sich dann auch auf den Weg und viel Freude damit. Ja, die 3. und vermutlich letzte Bestellung, die ich heute Abend packe, ist für den Louis. Und der hat mir eine Nachricht geschrieben. 1. Bestellung auf Brickwing von ihm. Er guckt sich meine Videos sehr gerne an und würde jetzt auch sehr gerne einen Brickling-Store eröffnen. Und das ist ja immer was, wo ich ja immer wieder sage, das kann ich wirklich nur empfehlen. 7. Also wenn ihr hier diese Videos seht und überlegt, was da Spaß macht. Ich habe es schon 1000 Mal gesagt, aber es ist ein Riesenvergnügen. Es macht wirklich Spaß. Traut euch daran. Es ist wirklich nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Und auch jetzt, man sieht ja seit Dezember bei mir, wie viel mache ich? Ich habe, glaube ich, 2 Mal was hochgeladen. Ich packe einfach meine Bestellungen zwischendurch und es geht auch mit wirklich wenig Zeitaufwand. Natürlich wird man damit nicht reich und natürlich kann man mit meinem Pensum und Aufwand davon nicht leben. Und natürlich wäre es zu empfehlen, einen Raum zu haben, in dem man stehen kann, dass man nicht wie ich irgendwann einen steifen Nacken kriegt. Aber wirklich, traut euch daran. Ich kann es immer nur empfehlen. Ich werde jetzt seine Bestellung packen, sie euch dann zeigen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon an die Sachen von Louis rangehe und er mir sagt, er möchte das jetzt gerne mal versuchen, hobbymäßig, wirklich, traut euch daran. Da macht ihr nichts falsch mit. Ich selber bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar wirklich switche, dass ich diesen Raum hier verlasse. Weil ihr seht ja, da haben wir
es passen ja immer nur zwei Magazine übereinander überall. Und ob ich dann wirklich in den Raum gehe, wo ich oben meine Livestreams mache, wenn ich was baue und da vielleicht mein Bricklink-Store reinbaue. Weil A, wäre ich da, könnte ich auch tagsüber mal arbeiten, wenn die Kinder im Garten spielen, würde sie von dem Fenster aus sehen. B, ich hätte viel mehr Platz. Und C, ich könnte einfach gerade stehen, ich hätte bessere Beleuchtung. Und einfach diese Überwindung, in den Keller zu gehen, würde wegfallen. Ich könnte ja dann ich wäre ja dann wirklich oben auf der Etage nach Feierabend. Aber das muss ich vor allem mit meiner Frau besprechen. Aber ich denke, das ist eine Idee, die man vielleicht mal angehen könnte in den nächsten Wochen, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Und da haben wir dann die Bestellung von Louis, die dritte und letzte, die ich jetzt heute Abend wohl packen werde. Ein gebrauchter Stein, immerhin. Und ja, ansonsten ziemlich tannlastig, wie immer bei mir, 3 bis 4 Lots so gemeinsam. Und da ist einmal grau und weiß und 50 Profile Bricks noch. Ja, ich würde sagen, sehr, sehr schöne Bestellung. Vielen Dank, mein Lieber. Viel Erfolg mit deinem Store. Packe ich jetzt ein, macht sich morgen früh direkt auf den Weg. Und dann wird das vermutlich für heute wieder der letzte Clip gewesen sein. Jawohl, Samstag, gleich 15 Uhr. Ich muss nachher noch zum Spätdienst fahren. Ich habe ja gerade mein Haul-Video gemacht und habe da ja erzählt, dass ich mit meinem Bricklink-Store nach oben in den größeren Raum wandern werde. Und was definitiv ein Plan ist, ist die ganzen Aldi-Magazine, die hier an der Wand stehen und die hier stehen und da stehen, die werden mit nach oben wandern, vermutlich neu beschriftet werden, dass es von Nummer 1 an weitergeht, weil ich ja dann oben einmal ringsrum gehe, werdet ihr dann sehen. Und diese kleinen roten Magazine, die Steine, die hier drin sind, die werden umziehen müssen in neue Magazine, weil ich werde oben in dem Bereich wahrscheinlich nicht mit den roten arbeiten, sondern die roten werden hier unten bleiben, dass wir da den Sortierbereich machen werden. Genauso wie das hier, diese Magazine werden wahrscheinlich mit nach oben wandern, die rechts auf der Wand hier sind. Genauso wie unten meine SD-Magazine hier werden mit nach oben wandern. Und diese kleinen Magazine, die ich hier habe, die ganzen Steine werde ich vermutlich umziehen lassen müssen, weil die Magazine sollen hier unten bleiben. Und dann soll hier dieser U-Bereich, der dann frei ist, der Teil werden, um gebrauchte Steine zu sortieren. Und da drüben stelle ich dann Regale hin, wo ich dann die Sets zwischenlager, die ich übrig habe. Aber dann habe ich einen größeren Raum, in dem ich mehr Platz habe. Die Kisten behalte ich, die gehen mit nach oben. Was ich natürlich ändern muss, sind hier meine Holzkisten. Sprich hier die gebrauchten Sachen, die ich hier in den Kisten habe. Das sind ja meine Plates gebraucht. Für die Minifiguren werde ich mir was bauen. Ein ähnliches System wie dieses hier. Ich habe mir überlegt, vermutlich werde ich die Minifiguren dann wieder auf dieses System mit den Adventskalendern-Dingern hier sortieren. Da muss ich dann gucken, wie ich die vernünftig übereinander stapeln kann, weil ich die natürlich, wenn ich sie so hier reinlege, nicht so einfach übereinander stapeln kann. Da muss ich mal gucken, wie und ob ich das hier hinkriege, was ich mir daraus bauen kann. Aber das lasse ich mir dann noch die nächsten Tage einmal richtig durch den Kopf gehen. Das läuft mir jetzt nicht weg. Jetzt wollte ich auf jeden Fall erstmal zumindest 2 der 3 Bestellungen packen. Und das ist ja auch nichts, was ich von jetzt auf gleich alles machen muss. Also ich werde erst oben den Raum fertig haben. Bis dahin werde ich wahrscheinlich nochmal einen kleinen Ausverkauf starten, dass ich umso weniger Steine umziehen müssen, umso besser. Und umso mehr ich natürlich verkaufe, umso höher ist das Budget, um oben neu einzurichten. Und natürlich alles, was ich dann über die Verkäufe zurückgewinne, werde ich dann natürlich neu investieren und ich möchte hauptsächlich auf diese 30 plus 9 Stanley Magazine umstellen, dass ich die hier am meisten habe. Also eine Mischung aus den Aldi Magazinen, aus diesem Magazin und welche ich noch mit hochnehmen werde, sind ein paar hier vom Obi. Dann habe ich den ganzen Bereich hier frei. Wie gesagt, diese ganzen kleinen werde ich sehr vermutlich hier unten lassen. Ja, wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit, wird sehr spannend. Wird auch nichts, was sich jetzt in wenigen Tagen erledigen lässt. Aber der Vorteil, wenn ich oben bin, ist einfach, dass ich extrem aktiver wieder werden kann und auch viel mehr Platz habe. Und das ist ja am Ende das, was für mich dann der ausschlaggebende Punkt ist. Und was ich jetzt als
allererstes mache, ist, ich werde auf mein Store Inventory gehen, werde nach Remarks gehen, gebe das Keyword H ein, beziehungsweise H01 und werde dann gucken. Das war alles, was in H01 habe ich jetzt natürlich nicht, aber dann alle Steine, die zum Beispiel in H02 sind, die werden mir dann jetzt hier aufgelistet. Und da werde ich dann jetzt den Rabatt von meinen 5% auf, weiß ich nicht, 20 oder 25% erhöhen, dass dann auch von den Kisten so viel wie oder so wenig wie nötig mit nach oben umzieht. Als Beispiel, ne? Dass wir das ein bisschen leerer hier unten kriegen. Bevor ich jetzt aber irgendwas mache, packe ich Bestellung von Axel. Beziehungsweise die drei haben wir jetzt offen. 43 Lots, 184 Items, 46 Items in 4 Lots. Und 861 Items in 124 Lots. Die 43 und 4 Lot Bestellung schaffe ich auf jeden Fall vorm Spätdienst noch. Die letztere Bestellung, die ein bisschen größer ist, werde ich vermutlich heute Abend packen oder morgen. Das müssen wir dann sehen. Die Bestellung, die ich jetzt als erstes packe, ist auf jeden Fall von Axel und Wahnsinn auch schon wieder seine vierte Bestellung. Ich hatte eben nochmal angesprochen, mit dem Umzug her, dass ich dann natürlich umso weniger Steine umziehen für mich, umso leichter, weil ich einige Magazine hier unten lassen möchte. Also wie gesagt, entweder ich gebe wirklich mal jetzt so ein teilweise so einen Rabatt auf die Teile, wo ich sage, die Magazine bleiben unten, dass die Magazine möglichst leer sind. Das ist die eine Möglichkeit. Oder halt eine andere Möglichkeit, die ich im Moment noch am Überlegen bin, wäre, den Store zu schließen. Ähnlich wie das ja schon mal der liebe Kollege Nick gemacht hat. Und dann einfach einen für mich ungewöhnlich höheren Rabatt zu geben auf das gesamte Sortiment. Dann aber nur für die YouTube-Zuschauer, dass man dann mit Passwort bei mir einkaufen kann. Wobei ich auf den ersten Blick es sinnvoller finden würde, weil die ganzen A-Bereich-Steine hier, in denen ich jetzt bin, die ziehen ja komplett mit oben nach oben. Also brauche ich da auch keinen Ausverkauf starten, dass ich dann wirklich sage, die Magazine hier, die ich leeren möchte, dass ich bei denen den Ausverkauf, weiß ich nicht, auf 25% packe, dass ich die leerer kriege und dann bestelle ich mir diese Stanley-Magazine hier, beschrifte die halt neu und gehe dann immer mit Magazin nach unten, fülle die dann nach und nach um. Das ist zwar auch super viel Arbeit, aber ich möchte da oben jetzt, wo ich dann, ihr seht ja, hier habe ich dann immer nur eins in einer Reihe, aber ich kann ja dann oben, ähnlich wie es hier sind, da sind vier übereinander gestapelt, aber ich kriege ja dann in das andere Zimmer fünf mindestens übereinander gestapelt und ich möchte da nicht 10 von den roten übereinander stapeln, da brauche ich auch wieder zu viele Schrauben an die Holzkonstruktion dahinter, dies, das und jenes. Plus ich will hier unten ja einen schönen Use-Sortierbereich haben, wofür ich dann die hier definitiv behalten möchte, dass man wirklich vernünftig sortieren kann. Und dann werden die gelabelt nach Steinart, dann kommen hier zum Beispiel Slopes und Slopes, Hinges, normale Bricks und so weiter und so fort. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich denke mal, hier diese großen Kisten, die Neuner von Stanley, die werde ich mit nach oben packen, weil ich halt große Kisten im Bricklink Store regelmäßig brauche. Die kann man ja dann übereinander stapeln ins Regal packen. Diese drei roten hier werden auch mit, werden nicht mit hochziehen. Das heißt, die Teile hier drin werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen erhöht rabattieren, dass ich davon dann welche in die neuen Magazine umpacke, die ich besorge. Aber ja, erstmal muss ich jetzt die Bestellung für Axel weiterpacken. Ich quatsche echt zu viel jetzt über mein Projekt. Aber ich bin halt echt gehypt, das anzugehen. Und hoffe dann, dass ich dann einfach wieder wirklich aktiver werde und den Store öfter auffüllen kann. Einfach, weil ich dann oben auch arbeiten kann, wenn die Kinder im Garten spielen. Oder man kann beim Serie gucken, was ausparten und muss danach nicht in den Keller gehen, sondern man geht einfach in das Zimmer, was eh neben dem Auspartraum ist. Ihr seht mich ja selten ausparten, weil ich das ja immer im Wohnzimmer mache, beim Serie gucken oder ähnliches. Und ja, ich hoffe wirklich, dass uns das einen richtig, richtig großen Boost gibt, wieder für mehr Content, für mehr Umsatz und um das Projekt hier noch wesentlich größer zu bekommen, als es eh schon ist. So, da ist die erste Bestellung von Axel gepackt. Einige Steine und Plates, Public Modifieds, ein ganzer Haufen Teils verschiedene, ein paar Türen, Fenster und Stühle und ein paar gebrauchte Sachen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für deine bereits vierte Bestellung, wie ich gesagt habe. Die packe ich jetzt eben ein, drucke das Etikett und dann werde ich schon mal, wie gesagt, ich habe mir jetzt beim Packen überlegt, ich werde tatsächlich die Sachen, die ich nicht mit hochpacken möchte,
Und die Magazine, die unten bleiben, werde ich rabattieren. Also vielleicht findet ihr was. Ich werde dann einfach durchgehen. Ich kann euch das ja kurz an einem Beispiel eben zeigen, wie ich das vorhabe. Also ich gehe auf Store Inventory, gehe auf Remarks und dann haben wir zum Beispiel L01 ist ein Magazin, was hier unten bleiben soll. Und dann gehe ich halt hier durch und gucke, alles klar, zum Beispiel Magenta Slopes, anstatt 5% kann ich die dann auf 35 setzen. Das werde ich natürlich nicht hiermit machen, sondern mit Brickstore gleich und dann ein Update machen. Also kurzer Vergleich, das wäre das hier mit den Remarks. Und ich mache dann einmal Brickstore auf und dann seht ihr, wie ich das meine, wie das schneller geht. Genau, jetzt habe ich alle Steine von den roten Magazinen hier oben, also L01, die ganze Reihe durch bis L06. Da oben ist 7, 8, 9, 10, 11. Und da das rote ist 12, die habe ich mir jetzt alle hier in die Brickstore-Datei gepackt. Und da seht ihr, das sind 977 Lots, 20.500 Steine sind dann so in diesen zwei Reihen verteilt, plus halt diese beiden einzelnen Magazine. Und da werde ich dann jetzt einfach alle markieren, mache Ausverkauf ändern und setze den Ausverkauf auf 20% für alles. Und dann werde ich Sachen durchgehen, die sich, wie ich denke, langsam verkaufen. Zum Beispiel hier diese Magenta Slopes werde ich dann auf 25% setzen. Oder hier diese Technik Bricks, die sich wirklich selten verkaufen, werde ich auf 30% setzen. Und so gehe ich dann jetzt einmal hier durch und mache dann eine Massenaktualisierung, dass dann die Teile, die Magazine, die ich hier unten leeren möchte, dass die dann natürlich noch ausverkauft werden, während ich den Raum oben vorbereite. Das ist die Strategie dahinter, weil die müssen alle in die großen Stanley-Magazine umziehen, die ich dann nachbestelle. Ja, und die zweite und letzte Bestellung, die ich jetzt packe, ist für den Falco. Die Rabatte für die roten Magazine, die unten bleiben, sind raus. Und vielleicht findet ihr ja da was Schönes. Ich würde dann den Vlog jetzt auch beenden, weil ich gleich zum Spätdienst muss. Und dann geht es im nächsten Vlog weiter mit der großen Bestellung, die ich noch offen habe. Und dann vielleicht schon die ersten Impressionen zum Ausverkauf hier unten, umräumen oben. Wir lassen uns überraschen, was kommt. Ich gehe es in Ruhe an, nichts überstürzt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann bald oben mit meinem Store bin.